Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich hatte ja schon das große Vergnügen, eine Sendung mit Johann Nepomuk-Meyer. Er ist Moderator, Autor und natürlich Dokumentarfilmer, über Peru, seine Reise nach Peru zu sprechen und die Reise in neue Portale. Und das war so unglaublich spannend und das hat sich noch so viel aufgetan und wir sind gar nicht ans Ende gekommen. Und ich freue mich, wenn wir jetzt einen zweiten Teil zu dieser Sendung machen. Es wird sicher wieder ganz faszinierend. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Nepomuk. Hallo liebe Silvia. Das war so faszinierend, die erste Sendung. Du hast schon so viel erzählt und ich habe gedacht, wow, das war alles. Und du hast gesagt, du hast noch nicht richtig angefangen. Also da war ich schon wirklich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und ich freue mich, dass wir da weitermachen, weil du bist ja, eine der letzten Reisen war ja nach Peru und da hast du so unglaublich viele tolle Dinge erlebt und ich freue mich, wenn wir da noch wieder eintauchen dürfen. Gerne. Ja, Peru, Portal in andere Welten. Man merkt, wenn man dort landet, in Lima, das Land, eine ganz andere Schwingung, vor allem auch unterschiedliche Ebenen. Hier gibt es ja Wüste, hier gibt es die Hochanden, hier gibt es den Dschungel, man ist am Atlantik, am Meer, hier geht die Panamerikaner durch von Alaska bis nach Feuerland. Extreme Kontraste, auch arm und reich. Du kommst hier an Gebiete vorbei. Neben dieser Panamerikaner sind diese ganzen Slums. Da ist auch die Mafia zu Hause. Ja. Wenn du eine Panne hast, wirst du überfallen. Und wenn du das Fahrzeug nicht hergibst, dann kann es sein, dass du hier mit dem Leben bezahlst. Also hier ist arm und reich extrem. Die in der Stadt haben jedes Haus so komischerweise eine hohe Mauer mit Stacheldraht. Wer das nicht hat, wird auch hier überfallen. Und je weiter, dass du in die Innenstadt kommst, desto größer die Gefahr an den Rändern nicht. Das heißt, draußen bei der Landbevölkerung, die alle noch in ihrer Tracht sind, auch da, glaube ich, 16 Sprachen werden noch gesprochen, also Spanisch natürlich, Keros und so weiter, auch verschiedene Dialekte, das ist schon faszinierend ohne Ende, weil die Kontraste von der Landschaft, von den Menschen und auch das Land ist extrem gebeutelt. Wenn man, da gab es ja mal einen Präsidenten, der hatte teilweise versucht, die Landbevölkerung zu sterilisieren, weil wir gesagt haben, na, die brauchen wir gar nicht. Also, wow. Und dann wird das Land teilweise auch sehr extrem ausgebeutet mit den Bodenschätzen. Jetzt haben sie aber eine extreme Kultur. Es sind nur 20% der Anlagen tatsächlich auch ausgegraben. Hier fehlt auch immer wieder das Geld. Jeder kennt zum Beispiel Machu Picchu. Ja. Machu Picchu ist ja, da gibt es ja Anlagen, die sind ja viel größer wie Machu Picchu. Die kennt noch niemand. Die sind im Norden, im Dschungel noch gar nicht ausgegraben oder freigelegt worden. Das wissen nur die Insider. Also da gibt es mit Sicherheit nochmal eine Peru-Reise. Ja. Wir haben ja in dem ersten Gespräch über Riesenschädel gesprochen. Wir haben über Wesen mit Flügeln gesprochen. Wir haben über eben diese Nazca-Ebene gesprochen, die viele schon kennen mit diesen Schar-Figuren, wo man halt nicht weiß, wie die reingemacht worden sind. Ja, über 50 Quadratkilometer gehen ja diese Linien da schnurgerade über Tal und Berg und alles Mögliche. Auch hier mit drei Fingerwesen teilweise abgebildet in den Sand. Da gibt's eben diese versteckte Anlage in diesem Wüstenboden, wo dieser Grabräuber eben diese neuen Wesen oder anderen Wesen gefunden hat, die nicht irdisch sind. Hochspannend. Dann diese ganzen Inka-Bauten oder den Bauten, die den Inka zugeschrieben werden, aber teilweise sind die natürlich noch viel älter, wie eben an der ersten Sendung von Karali. Über 5.500 Jahre alt ist diese Stadt. Und extreme Schwingung in diesem Land. Und dann, wenn man in die Hochanden kommt, nach Cusco, da sind dann eben, mal schauen, wie die Anlage wieder findet hier. Das ist unglaublich, was da hier an Bauten gibt. Und es ist Steinfelsen, das sieht man alles in meinen Dokumentationen. Da sind Treppenanlagen eingebaut. Das sind kleine, wo man sagt, das muss wie mit einem Laser reingefräst worden sein. Und man gesagt haben, unglaublich. Das ist ein Riesenwunder. Und wenn man dann einen Kompass drauflegt bei bestimmten Steinen, dann fängt dieser Kompass an, sich zu drehen. Auf dem Stein.
Mitgefühl, man sagt, wie geht denn das? Ne? Dann kann dann plötzlich der Kompass sich drehen, wenn man auf den Haufen Stein nickt. Also da scheint auch irgendwo ein Geheimnis noch drin zu sein. Mhm. Natürlich sind noch viele Schamanen hier unterwegs, die auch altes oder früheres Wissen hier machen, die auch eben diese Portale immer wieder öffnen, wenn man mit seinem Bewusstsein in andere Bereiche geht. Auch die Dokumentation, dass früher der Kontakt zu nichtmenschlichen Intelligenzen gang und gäbe war, das findet man in den Mainstream überhaupt nicht. Auch hier wird darüber gesprochen. Wir haben ja ein Interview gemacht mit einer Keros-Dame, die uns erzählt hat, was sie als Kind erlebten durften und so weiter, eben wo immer wieder auch hier laufend, auch gibt es Sender, die laufen über die Sichtungen, also Portale, also hier kommen permanent UFO-Sichtungen in diesem Land, an der Küste entlang, in Ica, in Lima und so weiter. Fast tagtäglich sind da Sichtungen. Die Leute wissen das, die gehen mit die Lymphe, die ist das völlig normal. Wenn sie mit dem Auto an der Panamericana fahren und plötzlich wieder über dem Meer wieder irgendein Teil zu sehen oder das leuchtet am Tag oder in der Nacht oder unglaubliche Dinge, die hier passieren. Auch kleine Wesen, die plötzlich rumlaufen, wo die Menschen sagen, ja, die kennen wir schon, wissen zwar nicht, wo die hingehören. Und das Land wird gesagt, kontrastreicher geht's gar nicht, weil die haben hier eben ein, auch, ja, wir kommen dann tatsächlich in eine Art, ja, möchte mal sagen, Bürgerkrieg. Denn da wurde gerade in dieser Zeit, wo wir die Reise hatten, im Dezember 22, der Präsident wollte irgendwie was verändern, das Parlament, Verfassung ändern, damit auch die Landbevölkerung hier mehr Rechte bekommt, denn ist ein Lehrer aus der Landbevölkerung gewesen. Und den haben sie dann gleich einkassiert, den haben sie dann eingesperrt und hat die Bevölkerung gesagt, so, jetzt reicht's uns, jetzt wollen wir hier, wir können's nicht unseren Vertreter hier plötzlich einsperren, ihr lasst ihn nicht richtig regieren und haben da hier dann Mordsrambazamba gemacht, also wir fahren hier mit unserem Bus, acht Leute im Bus und plötzlich steht alles. Was ist jetzt? Jetzt stehen wir mitten in den Hochanden, Gelände weit und breit niemand und plötzlich stehen wir und dann schauen wir aus dem Fenster. Ja, das ist jetzt kein Stau, aber das gibt's auch immer wieder, dass hier Staus waren oder ja, Lastwagen hat eine Panne und dann stehst du einmal zwei Stunden und wartest, bis die Panne vorbei ist. Nee, plötzlich steigt der Rauch auf und dann sehen wir, Mordstumult, das Geschrei wird immer lauter. Wow. Da haben die eine Straßensperre aufgebaut und haben keine mehr durchgelassen. Und dann mal, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir vorgegangen zu diesen Leuten, die sind alle in der Tracht gewesen, haben natürlich hier Kundgebung gemacht, ja, wir wollen, dass unser Präsident hier wieder freigelassen wird und so weiter und so fort. Ich habe ja die Reiseleiterin dabei gehabt, die Sabine Krämer, die hier auch gedolmetscht hat. Die hatten auch noch eine Dame dabei in unserer Reisegruppe, die auch Spanisch gesprochen hat. Und bei auch unser Fahrer, der Roger, auch Keros gesprochen hat. Und da haben wir Keros gesprochen. Auf diesen Hochanden, so hatten wir uns gut dolmetschen können. Und ich bin dann, habe gesagt, okay, machen wir eins. Ich werde denen sagen, okay, ich bin hier international unterwegs, ich habe hier einen eigenen Kanal, wir machen hier eine Live-Berichterstattung von eurer Demonstration, von eurer Sperre, aber bitte, wenn wir das machen, also ihr könnt es dann nachsehen, das haben die auch gemacht, hier, das Spannende war dabei, mitten in der Pampa, wenn man fast sagt, mitten in diesen Hochalten, da hast du normalerweise nie ein Netz, hat in diesen Straßensperren ein Netz, damit ich live machen konnte. Also das war schon, also das ist schon allein ein Phänomen. Ja. Weil sonst hätten uns die nicht, also nicht durchgelassen. Das heißt, durch das, dass wir das gemacht haben, haben die gesehen, aha, wir kommen jetzt ne, auf dem Kanal, die Leute auf der Welt sehen das. Okay, dann haben wir gesagt, wenn ich das machen darf, dann mache ich das auch bei der nächsten Sperre. Dann haben wir gesagt, okay, 5 Kilometer ist die nächste Sperre. Dann haben wir das gemacht, erste Sperre, also zweite Sperre, Wahnsinn. Dritte Sperre und dann war es Nacht und dann war es aber vorbei. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt geht nichts mehr und dann muss man tatsächlich versuchen irgendwie, da war so ein Tal mit einem Fluss, probieren wir es auf der anderen Seite mit einem Schleichweg nach Cusco zu kommen. Straßensperre geht nichts, wieder zurück, auch auf der anderen Seite geht nichts, also, nein, die lassen uns hier nicht mehr durch. Da muss man im Fahrzeug übernachten und am nächsten Tag gesagt, okay, nein, die dürfen uns hier nicht mehr durchlassen, weil zuerst haben sie Neuwahlen versprochen. Dann haben sie gesagt, nee, die werden das doch nicht gemacht, es wird auf 2024 verlegt und da war natürlich hier extrem Rambazamba. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir mit den Einheimischen gesprochen, ob wir nicht hier irgendwo unterkommen, so eine kleine Pension oder sowas, da war am Rand von Sicuani, war so eine Art, Motel. Mit einem Restaurant dabei, für die Touristen, die vorbeifahren, an dieser Hauptstraße essen zu können. Und die hatte drei Zimmer und da kamen dann alle untergebracht worden. Und haben wir gesagt, jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Also wir waren ja eigentlich persönlich auf der Seite der Bevölkerung und haben gesagt, okay, klar, es muss sich was bewegen in diesem Land. Aber es war natürlich für uns ein psychologischer Test ohne Ende. Weil wenn du hier festsitzt und dann hast du natürlich hier deine Flüge, Rückflüge gebucht. Wir hätten ja gerade nur 3 Tage gehabt in dieser Reise zum Schluss.
Und da musst du deine Flüge umbuchen. Von Cusco nach Lima, von Lima nach München. Ja. Und das für 8 Leute. Und ich hatte das einzige Telefon, das freigeschaltet wurde für Peru, weil es zwingende Gebühren, sonst wärst du ja hier arm geworden. Und das mussten wir für 8 Leute permanent diese Flüge umbuchen, und zwar immer für einen Tag. Denn wir wussten ja nicht, wann kommen wir überhaupt hier raus, werden die Sperren freiwillig aufgegeben, muss hier das Militär räumen, wie auch immer, und haben jeden Tag, 5 Tage hintereinander, einen ganzen Tag, die Flüge umgebucht. Wow, das braucht Nerven und ist ein Abenteuer. Und du weißt ja nie, wann du rauskommst. Ja, unglaublich. Ja, es waren ja noch 4 Straßensperren vor uns, also 150 Kilometer hätten wir noch gehabt nach Cusco. Stimmung ist natürlich immer wieder teilweise natürlich in die Krisenstimmung reingewachsen. Nicht? Wir haben natürlich auch mit der Regierung telefoniert, mit dem Auswärtigen Amt und so weiter und mit dem Konsulat in Cusco. Und die haben uns natürlich auch gesagt, okay, wir sind schon dran, etc. Es passiert was. Es sind verschiedene Regierungsbezirke, verschiedene Polizeistationen, die hier involviert werden müssen. Und dann hat unsere Reiseleiterin hat sich allein durchgeschlagen nach Cusco. Wir waren da alleine zurück. Wow. Ja, und die hat gesagt, vielleicht kann ich von Cusco aus irgendwas organisieren und machen. Und die wollten uns dann eben mit Motorrädern hier rausbringen. Ich sage, nee, das können wir nicht machen. Wir können hier 7 Damen hier hinten auf einheimische Motorräder, wo wir teilweise 15 Kilometer noch zu Fuß gehen müssen, vielleicht das nächste Motorrad wieder zu organisieren durch diese Straßensperre. Vielleicht kommt der eine durch, der andere nicht. Ich sage, nee, wir bleiben jetzt hier und warten und halten das psychologisch aus, wann wir wieder weiterkommen. Also das war auch ein sehr spannender Gruppentest. Wir haben immer wieder versucht, hier wieder das positiv zu sehen. Wir haben gesagt, unsere Spirits machen ja diese Dinge nicht, weil sie uns ärgern wollen, sondern es ist eine kleine Prüfung. Und das war auch das Spannende an dieser Reise, da haben wir gesagt, einmal diese Kultur zu erleben, diese Entdeckungen aufzuzeigen, was sie gemacht worden sind und die Geheimnisse ein bisschen zu durchleuchten und gleichzeitig eben diese aktuelle Situation mit diesen, wann kommst du jetzt wieder weg? Und wow, wir haben da tatsächlich 5 Tage hier festgesessen und dann sind wir wieder weitergekommen nach Cusco. Also war extrem spannend, weil die Leute selber waren ja relativ friedlich, wobei in den Großstädten war schon auch mehr geboten, also 50 Tote gegeben. Also ist nicht so, dass es ganz, sage ich mal, ganz friedlich abgelaufen ist, weil natürlich wurde dann das Militär eingesetzt und die Polizei, um diese Straßensperren zu räumen am Tag, und dann haben die Einheimischen gesagt, nee, es geht gar nicht. Und an dem Tag, wo wir gesagt haben, und am 5. haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwie rauskommen. Ne? Das machen wir vielleicht das doch noch mit den Motorrädern. Jetzt hat es geheißen, es sind gerade nur 2 Sperren vor uns bis Cusco. Na, okay, probieren wir es vielleicht mit den Motorrädern. Setzen wir uns aber noch einmal zusammen. Es war in der Früh und nach Mittag reden wir noch mal in der Gruppe. Was machen wir jetzt, dass wir hier rauskommen? Den Moment, wo wir uns hier zusammensetzen wollten, wir sind immer hinterm Haus gewesen, weil wir Angst gehabt haben, dass hier oben die Steine runterfliegen, weil es waren ja oben die Hauptstraße mit den ganzen Staus und Lastwagen, da konnte ja niemand konnte irgendwo hin. Auch, es gab auch kein warmes Wasser, auch nichts, also schwerlich zu essen und so weiter, also das war schon sehr, sehr grenzwertig. Und dann kam hier Polizeichef mit dem Militär hier runter marschiert, diesen Hang. Okay. Und denken wir, okay, was ist jetzt, dabei war dieser Polizeichef, der wurde dann eben beauftragt, der war in Katar gerade beim Fußballspiel, wurde zurückbeordert, um hier, sozusagen in deinem Land ist hier die Hölle los, du musst hier ein bisschen Touristen retten, und der ist tatsächlich gekommen und der hat gesagt, okay, einsteigen, also ich komme heute Abend um 10 Uhr, alles zusammenpacken. In der Zwischenzeit hat es unser Fahrer tatsächlich geschafft, von der anderen Seite des Flusses sein Auto wieder rüberzubringen, weil wir mussten nämlich rüber marschieren, und da mussten wir über eine Brücke gehen, eine Eisenbahnbrücke, und wir hatten ein paar dabei, die waren nicht ganz schwindelfrei, weil die gingen über den Wasserfall. Wow. Und wir mussten praktisch über diese Brücke von Pfeiler zu Pfeiler gehen, ne? Und in der Mitte, wenn du nicht aufgepasst hast, wärst du runtergefallen. Also es war nicht ganz ungefährlich. Und dann kam er aber schon um 6 Uhr abends und sagt, sofort einsteigen, wir müssen sofort weg. Hier ist die eine Schleichroute ist schon wieder gesperrt, wir können hier nicht raus, die Leute sind alle crazy geworden, sagt er, wir müssen sofort weg. Das Militär, alle angehoben in ihre Helme und Schilde und Kalaschnikows und so weiter, haben dann eben diese Straßensperre etwas geräumt. Wir sind dann seitlich über die Anden 6,5 Stunden von 5:30 Uhr abends bis um 2:30 Uhr früh nach Cusco gefahren. Jetzt musst du dir das vorstellen, du fährst dann hoch, vorher wechseln ein paar Kilometer die Fahrzeuge, zuerst steigt das Militär zu im Bus, dann mit den Vorhängen geschlossen, los geht's, dann steigen die aus, dann geht's in Feldstraßen hoch über die Anden,
fahren wie die Wilden mit ihren Toyota Jeeps hier und unser Busfahrer, denen hinterher, Abhänge runter, da ja. So schmale Straßen, LKWs, die umgekehrt sind, kommen entgegen, man muss anhalten, schaut, dass man hier an einer Straße von 2 Meter Breite hier aneinander vorbeikommt, fährt dann 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, erste Sperre, Polizei schafft es, dass wir wieder durchkommen, weil die haben auch schon wieder die Nebenstraßen abgeriegelt, wieder 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, Mitternacht, wieder Riesentumult, wieder Stau, wir an diesen Stau vorbeigefahren. Ja. Vorne, dann steigen die ein und sagen, was wollt ihr hier, wo kommt ihr da auf die Idee, hier vorbeizufahren? Hier ist ne, ein Riesengeschrei, halbe Stunde lang, Polizei steigt wieder ein, die Viere in ihren Jeep und wenden. Oh. Das kannst du dir die Stimmung vorstellen in unserem Bus. Du meinst, du bist gerettet und jetzt kehrst du um 19:30 Uhr, also 23:30 Uhr in der Nacht, musst du wieder umkehren. Oh, ja. Keiner weiß, was ist jetzt los, jetzt kehren wir wieder um. Dann fahren wir wieder aus diesem kleinen Dorf raus. Dann steht's. Dann steht vor uns ein so 18 Meter langer LKW, so eine Ladung, und steht quer. Vorne hängt da schon ein bisschen was so ein See, mit der Zugmaschine fast in den See drin, und rück steht an der Felswand an. Oh. Sag ich, jetzt können wir nicht rückwärts, weil die lassen es nicht durch. Und nach vorne geht's auch nicht, weil der steht quer. Die Polizisten steigen aus, versuchen ihm zum helfen, Steine zum unterlegen, und dann hat er tatsächlich auf 1 Stunde millimeterweise, hat sich die ganze Ladefläche hinten eingedrückt, um auf dieser Straße, die nur 2 Meter breit war, Feldstraße, zu wenden und in die Richtung zu fahren. Ah, das ist ja, da bleibt mir die Sprache weg. Das war der Hammer. Und dann wusste natürlich die Polizei auch nicht mehr. Wir haben dann jeden Dorf gefragt, ob es noch irgendeinen anderen Weg da durch gibt. Weil die Straßen, die wir gemeint haben, waren ja geschlossen. Und tatsächlich, und dann haben wir wieder aussteigen müssen, weil die waren teilweise die Erdwelle so hoch aufgeschüttet, dass unser Bus in der Mitte aufgesessen ist, dass wir da drüber fahren können und so weiter. Nicht durch diese ganzen Sperren, die haben ganze Bäume gefällt, Berge abgesprengt, das war unglaublich, also Feuer gelegt. Aber tatsächlich um 2:30 Uhr früh haben wir es geschafft, dann nach Cusco zu kommen. Wow. Da war die Erleichterung dann ziemlich groß. Ja. Unsere Reiseleiterin hat es geschafft, auch dieses Hotel davon zu überzeugen, dass wir, auch wenn wir diese ursprünglichen Buchungen nicht genommen haben, weil wir nicht konnten, dann doch noch hier untergebracht wurden für die nächsten Tage. Und dann machen wir uns wieder, tatsächlich wieder, wir lassen uns nicht beirren, auf die nächste Abenteuerreise, das ganze Gebiet um Cusco, Machu Picchu etc. nochmal anzusehen und zu durchsuchen und zu durchforsten und diese Geheimnisse zu dokumentieren, mit Leuten zu sprechen und es aufzuzeigen. Und darum sind es auch bei diesen aufregenden Zeiten 2 Dokumentationen geworden. Ja, Peru in Portale, in andere Welten, Teil 1 und Teil 2. Wow, das ist ja atemberaubend. Hattest du Angst in dieser Zeit? Nein, ich hatte, das war aber, glaube ich, ganz gut. Wir hatten zwar schon immer manchmal gereizte Stimmungen, ganz klar, weil da steigt noch, wenn eine Dame wollte die Hubschrauberstaffel organisieren aus Bolivien und so weiter, sage ich, nee, die können hier gar nicht landen und so weiter. Die Regierung sagt, okay, wir müssen aber zuerst die Leute in Machu Picchu hier ausfliegen, weil die haben 180 Kilometer teilweise zu Fuß gehen müssen, weil da geht ja gar die Straße hin. Also da war schon auch immer wieder Zusammenfangen und Zusammenfinden schon wichtig. Aber ich wusste, das ist eine Herausforderung. Jeder wusste komischerweise, der diese Reise mit angetreten hatte, die wird besonders werden. Die werden wir wahrscheinlich nie wieder vergessen. Das war tatsächlich so. In jeglicher Hinsicht. In der kulturellen, in der geheimnisvollen, in der sozialen und aktuellen Situation. Also auf allen Ebenen war das spannend. Und das haben wir auch versucht, so zu dokumentieren, ohne das Land, sage ich jetzt mal, irgendwann an den Pranger zu stellen, sondern einfach aufzuzeigen, die ganze Welt ist im Umbruch, in der ganzen Welt passiert irgendetwas. Und trotzdem auch, sage ich mal, die Mystik und das, was dort herrscht, auch aufzuzeigen. Es war wirklich an diesem Platz, war es ganz spannend. Man sieht hier teilweise wolkenloser Himmel, dann plötzlich innerhalb von einer halben Stunde, jetzt kommen hier die Wolken. Wir haben noch knapp 30 Grad gehabt, dann fällt die Temperatur von 30 Grad auf 0 und fängt an zu hageln. Unglaublich. Innerhalb knapp von 10 Minuten. Und dann hört es wieder auf. Wow. Also das habe ich auch so nur nie erlebt gehabt. Das ist ja mega. Und genau, und das haben wir auch versucht hier zu zeigen und auch eben die Geheimnisse dahinter und auch immer diese C5-Sitzungen, die wir gemacht haben mit diesen nichtmenschlichen Intelligenzen aufzuzeigen, was hier so passiert ist. Auch in einer Wüste, wo wir hier ganz allein waren. Die haben eine tolle Wüste, muss man nachschauen, wie die geheißen hat. Auf meine Zettel habe ich eine Notiz gemacht, weil ich habe so viele Orte besucht, dass ich gar nicht mehr weiß, wie die geheißen hat. Oase von Huchachina. toll. Ja. Fast dann haben wir einen Buggy gemietet.
Und mit den Buggys dann mitten in der Nacht, der hat dann auch das Licht ausgeschaltet und ist dann die 100 Meter Dünen hoch und wieder runter. Das war natürlich, oh, war spannend. Du brauchst ja für die CE5-Kontaktaufnahme immer einen Platz, der wenig Zivilisation hat, weil sonst zeigen sie sich nicht. Also die wollen hier nicht in die Zivilisation. Das ist auch immer das Problem, dass die Menschen sagen, ja, warum landen sie nicht vom Weißen Haus? Wieso zeigen sie sich nicht, sage ich mal, zeigen sie sich schon, aber nicht so direkt, dass man sagt, okay, man kann jetzt nicht mehr aus. Und darum brauchen wir für diese Kontaktaufnahme ein bisschen abgelegenes Plätzlein. Wow, das ist so eine fantastische Reise. Also ich werde diese Filme jedenfalls ganz sicher schauen, weil ich bin jetzt schon wirklich, du hast mich da wirklich wieder entführt in eine Welt, in eine Abenteuer und mystische Welt. Ja. Und alles zusammen, das ist ja ein unglaubliches Erlebnis. Ja, diese ganzen Rituale, die wir hier mitgemacht haben mit den Schamanen, die wir mitgefühlt haben, diese ganzen Phänomene, die passiert sind, diese Gegensätze, von einem Extrem in das andere Extrem permanent diese Psychologie, also dass man sagt, wenn du hier nicht im Vertrauen bist, dann bist du verrückt, nicht? Du musst hier im Vertrauen sein, okay, das ist eine Prüfung, wenn es dann plötzlich wieder Straßensperre ist und der Fahrer aussteigen muss, schnell die brennenden Reifen weg, dass wir da durchkommen. Wir haben auch Einheimische, die wir dann über die Landwege dann hinten gefolgt sind. Sieht man auch in dem Film, die wussten, wie man fahren muss. Also wirklich hochspannend. Ja. Auch die Gespräche dann mit diesen Menschen, die noch so geerdet sind, die für die Dinge, wie für uns, sage ich mal, als Phänomen, sind die völlig normal für die. Die sagen, warum kennt sie das in Europa nicht oder was? Das ist unglaublich. Und auch, dass du zu den Menschen gehen kannst und dass sie offen sind, mit dir zu sprechen und das zu zeigen. Und ich bin da immer angstlos. Die Reiseleiter haben gesagt, du kannst jetzt da nicht vorgehen, mit den Leuten sprechen, dass du da durchmerkst das und so weiter. Also, warum soll ich das nicht machen? Komm mit, du musst da Menschen, das geben wir da vor. Die waren aber ganz, ganz nett. Also, die haben gewusst, wir sind Touristen, wir tun ja denen nichts. Haben gesagt, wir können ja nichts dafür für eure Situation, aber wir würden hier gern schon durchkommen und so weiter. War unglaublich. Und dass du dann auch immer im Vertrauen sein kannst, weil das sind ja wirklich dann Situationen, wo man auch... Ja, da wirst du auf die Prüfung gestellt. Also, es gab schon Momente, wo ich sage, wow, also ich weiß jetzt nicht, wie lange man das noch in Gruppe aushalten kann. Ne? Ja. Weil das psychologische Problem ist tatsächlich, wenn du nicht weißt, wann du rauskommst. Ja. Ne? Wenn du sagst, wieder ein Tag, noch ein Tag, weil du kannst dich nicht duschen, du kannst dich nicht waschen, du kriegst nur spärlich was zu essen, weil du kannst nichts einkaufen, ist alles blockiert. Und derjenige, der dich untergebracht hat, dieser Hotel- oder Motelbesitzer, der hatte Angst, weil ich gesagt habe, wer dürfte eigentlich gar keinen hier unterbringen? Und hat immer, wir mussten dann 8 Uhr Licht ausmachen und ins Zimmer gehen, dass uns da keiner mehr gesehen hat und so weiter. Unglaublich. Und wie war es dann, als du zurückkamst, hast du dich gut wieder zurechtgefunden? Weil ich glaube, wenn du in so einer außergewöhnlichen... Ja, das hat nachgearbeitet. Ich habe den Film auch dann erst einmal sacken lassen. Ich habe noch nicht gewusst, wie ich den schneiden werde, wie ich den machen werde. Das hat doch 4-5 Wochen fast gedauert. Aber dann ging es relativ zügig, weil dann war es wieder, dann hat sich das gesessen, weil es wirkt nach. Das musst du erst einmal verarbeiten, weil du hast natürlich immer punktuelle Aufmerksamkeit, wenn du in einer Situation bist. Und erst im Nachgang kannst du Situationen vielleicht anders beurteilen und anders sehen. Und da kommt tatsächlich jeder ein bisschen an seine Grenzen da drüben. Ja. Also für mich ist das eine unglaubliche Geschichte und auch eben, dass man dann immer den Mut behält und das Vertrauen, weil das finde ich eine Riesenleistung. Ich bin da wirklich wieder so ganz... fasziniert und das ist so richtig ein modernes Abenteuer. Ja, und jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, warum meine Spirits gesagt hat, ich muss nach Peru. Denk mal, wieso muss ich so schnell nach Peru? Es eilt, ja, ist klar, weil jetzt kannst du ja nicht mehr rüber, jetzt ist ja alles gesperrt, jetzt sind die ganzen Kulturanlagen sind jetzt geschlossen und so weiter. Jetzt kannst du so eine Reise, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich habe ja so eine App, die haben wir von der Regierung bekommen, da siehst du genau die Punkte, die roten und die gelben, welche Straßen das noch gesperrt sind in Peru. Und da ist immer noch die Hölle los. Also da kannst du jetzt nichts machen. Ne? Also drum, vielleicht dauert es noch ein Jahr, ich habe keine Ahnung. Aber das war mir dann klar, da haben wir gesagt, aha, jetzt weiß ich, warum die gesagt haben, aber schnell. Auch in dieser Hinsicht eine besondere Reise. Ja. Also die Zeit ist schon wieder zu Ende. Wir sind wieder am Ende. Und es war so faszinierend, wir machen ja noch andere Gespräche über andere Themen und das war wirklich sehr, sehr berührend und ich bin wirklich so wie in einem Abenteuerfilm gesessen und habe ja zugehört. Ist ganz fantastisch. Und wann kommt dann dieser Film? Also wann kann man diesen Ende April. Ende April auf vielen Streaming-Plattformen und wenn dich jemand interessiert, wo es nicht kommen, auf Polyband, im Eingang Polyband, dann werden die, da gibt's dann hier die Links dazu,
wo die Filme gestreamt werden. So schön, dann müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Nein. Lieber Nepomuk, es war wieder toll mit dir und ich bin einfach sprachlos. Vielen Dank, was danke, liebe Silvia, danke, liebe Zuseher. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube auch, Sie sind ja jetzt wahrscheinlich noch ganz in dieser Abenteuerwelt gefangen. Und schön waren Sie dabei und ich hoffe, Sie sind auch bei den nächsten Sendungen wieder dabei. Auf Wiedersehen.